jetzt uns vorzustellen. Busfahrer, das ist der Uwe hier. Ist natürlich ein schönes Gebäude, das ist natürlich auch sein Mitbürger, ein Einkommen. Ich finde das schön, da war dann mal eine neue Bilderstelle unerlaublich ist. Seine Datscha hier 1756 begann man mit dem Bau an unserem Haltepunkt. Übrigens hier, das, was hier geschrieben wurde, 1785 von Schiller, nämlich das bekannte Lied oder das Gedicht, die Ode an die Freude. Begann eigentlich so richtig aufzugehen, der Stern der besten Stadt 1795 mit dem Reismesseprivileg. Das war nämlich Fluch und Segen der DDR gewesen, ja. Ruinenschacht, Motorwaffen, da wurde nichts neu gebaut, da wurde nichts saniert. Man ließ das einfach so, hat das zusammengefügt, ein schöner Altzustand. Hat sich daran gehalten, wir sehen hier viele Elemente. Toll. Figuren, schöne Eingangstüren, Vortäler, bleiverbissene Fenster. Besondere Fenster, alles, also alles sieht sehr unterschiedlich aus. Ja, ja. Super. Ja, wunderbar. Holzbalkone, Steinwand. Das ist ein Anfang, also hier in der Kupfertür. Die hat er gebaut. Bitte? Ein halbes. Ab und zu mal ein ganzes, das aber dann nur zur Messe. Da ist nichts gemacht, dran wohnen. Also wir haben das ganze Viertel konsequent komplett unter Denkmalschutz gestellt. Sehr schön. Ja. Der Stein quasi. Jede Figur, die dort zu finden ist, findet man direkt gegenüber. Alles, was dazugehört. Also, Instrument davon lassen wir. Und zwar, es gibt auch mal, an der Salzstraße könnte es nicht das einzige Zentrum Südland auch schon mehr einbauten. Dazu noch Plaken, es gibt auch eine kleinere Siedlung davon. Hier vor unserem Haltepunkt, am Waldstraßenviertel. Und zwar wurde der erste Güterbahnhof Deutschlands gebaut. Das ist ganz bescheiden, klein Venedig genannt. Das ist doch nett. Das ist also nicht die Spur. Ja, aus diesem ganzen Verrücken oder so. Wohnung, vergorene Milchsäure und Koriander. Wir haben für eine Buschlange. Da stand mal eine Markthalle, ein König-Albert-Platz und andere Gebäude. Durchziehen war der Plan gewesen, den man aus den 20ern, aus den 30ern vom Europahaus weiter fortsetzen wollte. Wurde die Universitätskirche sogar von Martin Luther geweiht, Dominikanerkloster. Das im Rahmen der Säkularisierung hier in Mitteldeutschland, Protestantismus hier Einzug, wurde das also geschenkt der Uni Leipzig und war dann traditionsreiche Einrichtung. Sie erkennen also auch schon, dass nichts mehr ist. Ist schön gemacht da oben. Schön gemacht, finde ich. Ja.
kennen.